Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich habe was Geiles für euch. Da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich das zeigen wollen würde, also ob ich darüber Videos machen wollen würde. Ein EMF-Tester. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, alleine schon wegen meiner Frau, weil die so ein bisschen... Ich finde kein nettes Wort, um es zu umschreiben. Also meine Frau ist das komplette Gegenteil von mir. Bei mir umso mehr Technik, umso besser. Und am besten alles vernetzen, damit alles mit allem kommunizieren kann und alles ausmachen kann. Meine Frau macht selbst abends, wenn sie ins Bett geht, den Router aus, wegen den Funkwellen. Und deswegen kam mir das Ganze liegen, wo sie mich da gefragt haben. Und ich habe natürlich ja gesagt, weil... Das würde ich echt auch so für mich gerne mal testen. An der Mikrowelle. Also der macht Magnetfelder. Dann halt vom Router jetzt die Wellen und auch normale Wellen. Also der soll wohl gut sein. Also ich bin mal sehr gespannt. Hier haben wir dann eine dicke Anleitung. Die muss ich natürlich Frauchen durchlesen. Die will ja wissen, was ist. Hier haben wir dann ein Ladekabel, ein Mini-USB auf USB-A. Ach, da können wir auch ein Unboxing rein theoretisch machen und ein Hardware-Video extra. Dann freuen sich die Leute, die Unboxing mögen, dass mal wieder ein Unboxing kommt. Weil das sind ja auch ein paar von euch. Aber meistens bietet sich das halt nicht an, wenn nur eine Sache drin ist, dass man da ein Unboxing macht. So, und dann haben wir hier das Gerät. Da habe ich aber schon gelesen in den Beschreibungen, dass man da wohl am besten die Schutzfolie drauf lässt, weil das ziemlich schnell wohl zerkratzen soll. Ich bin mal gespannt. Also liegt eigentlich ganz gut in der Hand, das ist so ein bisschen gummiert. Ja, da kommen wir schon zum Hardware-Video. Wir wollen ja nicht vorgreifen. Wie gesagt, ihr habt halt ein USB-C, Mini-USB zu USB-A. Das Gerät und eine dicke Anleitung und so ein langes USB-Kabel. Staunig, ja. Und ja, das soll es jetzt soweit für das Unboxing auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wenn wir es anmachen und das erste Mal betreiben und mal gucken, was ich hier so für Wellen habe.